Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Und dieses Mal endlich die Vollversion. Lange hat es gedauert und sie hatten es schon zweimal verschoben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und ich freue mich schon übelst darauf, wie es denn jetzt in der Vollversion ist. Vorher die Alpha, die haben wir ja gespielt. Die war ganz interessant, außer dass wir nicht mehr weitergekommen sind dann. Und jetzt wird es noch interessanter mit der Vollversion. Mal gucken, was alles so kommt noch. Hallo? Und... was tust du denn? Und, da würde ich sagen, geht los. Loading. Loading, loading. Akt 1. Dabei glänzt. Das sieht ja aus wie unser Wahnsinn. Sind wir quasi wieder in der Straße? Sieht zumindest so aus wie die Straße von der Alpha. Und Kinder sind verschwunden. Einen ganzen Haufen anscheinend. An jedem Baum kleben solche. Sag mal dazu. Steckbriefe. Ui. Oh. Da drin. Der mysteriöse Keller wieder. Mit roten Schlüssel. Die Geräusche. Später. Und der Schlüssel liegt wieder oben. Natürlich, dort wo er hingehört, ne? Wahnsinn. Und jetzt sieht das Haus nicht mehr so seltsam aus. Und wir haben selbst uns ein großes Haus. Da wäre mal. Und als erstes hau ich mir mal die Tür in die Fresse. Alter, ist das ein großes Haus. Yay. Wahnsinn. Hauptsache der Fernseher steht 3000 Meter entfernt vom Sofa. Und wie klein wir einfach mal sind. Okay, ist doch alles gleich.
Wahnsinn. Das haben die echt gut gemacht. Ich habe ja schon eine Zeit lang ewig nicht mehr als Hellonema gespielt gehabt. Die letzte Folge ist, glaube ich, auch schon ein paar Wochen her. Ist hier was drin? Nö. Hier ist natürlich nichts. Ja. Oh. Family. Wenn wir noch ganz klein sind, aber wo sind dann unsere Eltern? Und anscheinend unsere Geschwister, wenn wir welche haben. Oder sind die das, die verschwunden sind, die unser Nachbar versteckt hat? Und wieso hat der eigentlich ein Loch im Dach? Was ist das hier? Komm ich da rein? Nee. Das kennen wir auch schon. Oh. Wo ist er? Wo ist er jetzt hingegangen? Ich hab gedacht, das Fernsehen gegangen. Okay. Oh, und hier wieder der Schlüssel. Ist da vielleicht hier irgendwo der Schlüssel? Nee, ne? Ja, möglich. Vielleicht. Nee, das heißt es. Wir wissen, ob da was drauf ist. Da kann da gar nicht reinkommen. Wenn er müsste es. Okay, da oben ist mal nichts. Schläft er? Wo ist der Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Ich kann leider nicht. Da nach hinten. Was? Toll, jetzt habe ich den Fernseher zerstört. Ich den auch machen? Nee. Ich muss auf jeden Fall in den Raum hier rein. Und zuerst muss ich mir den Schlüssel finden. Ist noch die Küche. Schläft er noch? Hat er die Tür zugemacht? Was?
Ist das da oben? Zahnbürste. Nee. Oh. Kommt der her? Wo ist denn der Schlüssel? Denn der muss ja irgendwo sein. Der muss ja irgendwo sein, der Schlüssel. Nee, keiner da. Keiner da. Ja, ich war im Schrank, tut mir leid. Ich hatte Hunger. Tschüss. Steht er jetzt im Türrahmen oder was? Was mache ich, was passiert, wenn ich die Tür zumache? Was hat denn der? Ja, egal. Wir gucken einfach mal weiter. Ach, was? Nee, mach das an. Der Schlüssel, den muss er ja irgendwo haben. Der backt immer noch in der Tür vor. Lol. Ja, davor. Nee, Scheiße. Nein. Was zum Teufel ist denn das da? Ein Kühlschrank fliegt. Okay. Wir haben einen Albtraum. Hey. Lass mich mitkommen. Da liegt eine Puppe. Bitte alleine weg. Tschüss. Okay. Was zum Teufel? So froh, als weggefahren ist, und jetzt ist er ganz traurig. Alter, der hat einen Unfall gebaut. Vielleicht ist er deswegen so geworden. Zum Monster. Irgendwas weiter da. Extrem. Was? Was genau? Was ist da passiert? Und wie komme ich an den Schlüssel? Das Teil fährt ja anscheinend hoch. Oh! Ah, ich weiß schon wie. Schachteln. Ganz viele Schachteln. Und ein Buch. Das ist die Möglichkeit. Vielleicht ist da wieder irgend so ein... Keine Ahnung.
Kacke. Da ist das Ding drin. Das brauchen wir für das hier. Okay, schade, ich hab gedacht. Da. Aber gibt's hier irgendwas? Aber wie komme ich da dran? Was ist denn das da? Wie komme ich an den Schlüssel ran? Das ist jetzt die Frage. Und wo ist der Schlüssel? Also zumindest, wo könnte das sein? Okay, wir gucken jetzt nochmal rundherum. Okay, hier wäre auch was gewesen. Da ist das Bad. Wo kommen wir denn überall? Nein! Laufe! Komm, lass mich nicht im Stich! Da ist ja auch ein Schloss dran. Nein! Nein, nein! Nein! Scheiße! Auf jeden Fall wissen wir, wo wir den Schraubenschlüssel herkriegen, den wir dafür benötigen, um dort reinzukommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Hab ich vielleicht so ein Teil da? Das ist ja viel zu einfach, oder? Magneten, ne? Aber man weiß es ja nicht. Da haben wir einen Keller, ein bisschen einen Abstellraum. Auch nichts. Ist das ein... Das wäre alles im Billig. Okay, hier erstmal nichts. Das hätte das sein können, man weiß es ja nicht. Jo. Gut zu wissen, dass wir nichts. Wir haben absolut nichts. Aber irgendwo müssten wir doch was haben, mit dem wir was anfangen können. Nicht. Oder wie klein wir sind einfach. Gehen in die Leere. Oben vielleicht. Jetzt haben wir da mehr Glück. Aber wahrscheinlich eher weniger. Aber irgendwie müssen wir das doch rauskriegen. Was hat das für eine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Ein Zimmer vielleicht. Auch nicht. Ich hier noch was machen? Nee. Es ist eine sehr gute Frage, wo wir.
Planeten herkriegen. Also ich denke jetzt nicht, dass er jetzt irgendwo Magneten rumliegen hat, oder? Weil der so einiges hat, ne? Aber Magneten. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, wo wir das Teil finden. Das wissen wir schon. Warum sind die Kerzen an? Vielleicht. Nee. Oh. Ich war's nicht. Nein, nein. Naja. Wir werden eine Möglichkeit finden, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und ja, ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden. Dann wissen wir jetzt schon, wo wir den Schraubenschlüssel finden, sozusagen. Aber den Magneten und den Schlüssel brauchen wir. Also entweder den Schlüssel oder Magneten. Ich glaube, das ist der gleiche Raum. Oder? Das ist nicht der gleiche Raum. Der Raum? Na doch, es ist der gleiche Raum. Also entweder den Schlüssel oder Magnet. Aber Magnet, ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Warum hat der Schaufel da oben auf dem Dach? Ja. Und einen Besen. Man weiß es einfach nicht. Ich will nicht wissen, was der für Programm hat. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Und ich bin schon neugierig, wo wir oder wie wir an den Schraubenschlüssel drankommen. Oh, oh. Mr. Klaus hat uns gefunden. Und die neuen Sequenzen finde ich auch extrem gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in dem nächsten Let's Play bei mir wieder dabei seid. Egal bei was, beim Assassin's Creed oder hier bei Hello Neighbor. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Tschüss.